Tablets, Notebooks, Smartphones. Mobile Endgeräte gehören heute zu den weitverbreitetsten Konsumgütern. Sie haben viele neue Möglichkeiten der Arbeit, Kommunikation und Freizeitgestaltung geschaffen. Wahrscheinlich schaust du diesen Film sogar auf einem dieser Geräte an. Schätzungen zufolge wurden allein im Jahr 2012 weltweit etwa 800 Millionen Smartphones verkauft. Die wenigsten Konsumenten wissen dabei, wie und wo diese Geräte hergestellt werden. Aber wie läuft das Leben eines Smartphones ab? Von der Rohstoffgewinnung zur Verarbeitung und dann über Vertrieb und Konsum bis hin zur Verschrottung der Geräte. Und wo gibt es an den einzelnen Stationen Probleme? Schauen wir uns diese Kette am Beispiel eines neuen Smartphones, etwa von Apple oder Samsung, an. Entwicklung und Design. Am Anfang steht die Entwicklung und das Design eines neuen Smartphone-Modells. Dies führen die Konzerne selber in ihren entsprechenden Abteilungen durch. Bei Apple zum Beispiel in ihrem Hauptquartier in Kalifornien.